Am 6. Juni 1987 gewann Steffi Graf in Paris ihren ersten von insgesamt 22 Grand-Slam-Titeln. Das Ereignis jährt sich bei den derzeit stattfindenden French Open zum 31. Mal und kann als Beginn einer Ära und einer wundersamen Reise gesehen werden. Eine Revolution, nannte es die britische Daily Mail, als das langbeinige Wunderkind aus Deutschland 8 Tage vor ihrem 18. Geburtstag auf dem Pariser Songtrekord ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier feierte. Graf lag im Finale gegen die große Martina Navratilova im entscheidenden Satz zwar mit 3:5 zurück, gewann dann aber doch noch mit 6:4, 4:6, 8:6. Nach dem Doppelfehler der gebürtigen Tschechin, 12 Jahre älter als Graf, ist dem Teenie beim Matchball die Freude nicht wirklich anzusehen. Ich bin glücklich, gewonnen zu haben. Aber andererseits tut es mir auch irgendwie leid, sagte Graf, über die der frühere Fed Cup-Teamchef Klaus Hofsees einst so treffend urteilte, sie war die bescheidenste unter allen Superstars. Navratilova war schon damals von Graf überzeugt, der Coup am Bois de Boulogne war nur der Auftakt. 1987 startete die lange Ära der Steffi Graf. Bei 9 ihrer 13 Turnierteilnahmen in Paris erreicht die junge Frau mit der blonden Mähne und der genialen Beinarbeit das Finale. 6-mal gewann sie. Graf verliert in ihrem ersten Traumjahr von 77 Matches nur 2, beide gegen Navratilova. Die alte Königin wusste dennoch, dass die Wachablösung unausweichlich war. Das war mir klar, seit ich Steffi das erste Mal spielen gesehen habe, sagte Navratilova einst. Im August wurde sie von Graf an der Spitze der Weltrangliste verdrängt, nach 331 Wochen Regentschaft. Graf selbst thront insgesamt 377 Wochen auf dem Platz an der Sonne. Dabei war Paris immer ein besonderer Ort für die schüchterne Brühlerin, die 1988 als bislang einzige Spielerin den Golden Slam, die Kombination aus den Triumphen bei den 4 Majors und Olympia Gold, holte. Paris für immer im Herzen. Zu ihren insgesamt 6 Titel beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt gehörte auch der, den sie später als den schönsten meiner Karriere bezeichnen sollte. 1999, wenige Wochen vor ihrem Rücktritt, schloss sich mit dem 22. und letzten Grand-Slam-Erfolg und dem Finale gegen die Schweizerin Martina Hingis der Kreis in Paris. Graf sagte damals mit dem Pokal in ihren Händen, heute fühle ich mich als Französin, 14.000 Menschen auf dem Songtrekord waren nicht mehr zu halten. 31 Jahre nach ihrem ersten Triumph zeigte sich die ehemalige Weltklasse-Spielerin erneut an dem Ort, an dem ihre Reise einst begann. Gemeinsam mit Ehemann Andre Agassi spielte sie bei einem Nachwuchsturnier ein Showmatch. Kleine Romanze mit Steff, kommentierte der heute 48-Jährige den Auftritt in Paris.